Kaum zu glauben. Yvonne Boelke, 42, hat es schwer in der zweiten Staffel von Das große Promibüßen. In der ersten Folge landete sie bereits in der berüchtigten Runde der Schande. Das große Thema? Yvonnes jahrelanger Kampf um Ruhm. Doch bisher scheint sie nicht das Lob von Olivia Jones, 54, zu ernten. Die Chance, sich bei Promibüßen zu beweisen, hat sie, nur leider bleibt Yvonne fast unsichtbar. Fans bemerken schon, wo ist eigentlich die Boelke? Auch während Promibüßen taucht sie kaum auf. Es sei denn, es geht gerade um Peter und Iris. Ansonsten hat sie nichts zu erzählen. Einfach langweilig, meint ein anderer User. In der ersten Folge saß Yvonne im Beichtstuhl und musste einiges von Olivia ertragen. Doch seitdem sieht man kaum etwas von der 42-Jährigen. Sogar auf X hat das schon einige Fans stutzig gemacht. Doch die Runde der Schande hielt eine böse Überraschung bereit, Iris wurde per Videocall dazu geschaltet. Yvonne war geschockt. Auf Instagram behauptete sie später, dass ihre Szenen einfach rausgeschnitten wurden. Ich habe alles gesagt, die ganze Wahrheit, und es wurde einfach nicht gezeigt. Alles rausgeschnitten, beschwert sich die Ex-BFF von Jamila Rowe, 56. Wird Yvonne noch aus dem Schatten treten und für Aufsehen sorgen? Bleibt dran und erfahrt alles in der nächsten Folge von Das große Promibüßen.